Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir werden mal jetzt mal was ändern. Einmal das Haus gefällt mir so nicht. Und deswegen werden wir das mal ändern. Bin an Überlegen, wo wir hingehen könnten. Ich bin sogar an Überlegen, vielleicht dahin zu gehen. Die Insel. Und dass wir eine Brücke bauen. So gut wie es geht. Müssen wir mal sehen, wie das funktioniert. Und das mit Zielen. Ah ne, warte mal. Das ist ein kleines Pferd, ist das? Wo ist denn hier die Mutter? Ich weiß ja, man kann's tame. Ich weiß noch nicht genau wie und soweit wie ich weiß, kann man es erst reiten, wenn man die Bedingungen erfüllt. Die erfüllen wir ja noch gar nicht. Ich glaube, wir können auch auf Rang 1, glaube ich, auch die Bedingungen noch gar nicht erfüllen. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das kommt noch. Naja, ist noch ein bisschen zu früh. Gut, wir ziehen auf jeden Fall dahin. Zu diesem Fleck da. Das Haus lasse ich jetzt nochmal stehen. Wir haben im Moment gerade gutes Wetter. Das ist schon mal gut. Habe ich hier... Konsumieren, ja. Okay, ist wieder voll. Ah, genau, ich habe, ich hatte mal eine Aufnahme gemacht. Die ist mir aber irgendwie abgeschmiert. Deswegen bin ich schon mit ein paar Sachen etwas voraus. Ich habe mir jetzt die ganze Kleidung hergestellt an Ausrüstung, die wir machen können. Aus Knochen. Und wir haben jetzt endlich ein Bett. Gott sei Dank. Und ich bin einmal gestorben. Leider, ja. Leider, ich bin hier vorne gestorben. Und das war eine Katastrophe gewesen. Das kann ich euch sagen. So viel. Oh ja. Und ich bin auch, habe sehr viel gejagt. Und ich musste feststellen, ich muss wirklich mehr Geduld haben. Das ist doch ein bisschen anders hier mit dem Jagen. Tiere sind sehr schreckhaft, sehen einen relativ schnell ein. Und ja, das ist schon ein bisschen anders als wie jetzt bei Forest oder bei anderen Spielen halt so, die man so kennt. Ja, genau, das ist so. Gehen auf jeden Fall zu der Insel hier rüber. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir tun da drüben ein paar Bäume fällen. Aber vorher will ich mal gucken, wie viel Holz haben wir denn noch. Eins, also das sind ja die... Ja, warte mal, 26. Ah, okay, sieht nicht gut aus, alles klar. Dann machen wir jetzt nochmal die Knochen rein. Welle. Habe ich die Fasern auch hier drin? Dass man das leider nicht markieren kann, das ist halt ein bisschen schade. Aber ich habe irgendwie gelesen, dass irgendwo sowas wie eine Tafel oder sowas geben kann. Also, dass man so eine Tafel bauen kann. Mal schauen, vielleicht kann man das irgendwie später anders machen. Ungenau, das wollte ich auch mal machen. Unbedingt, weil das mit dem Essen ist doch schon, wenn man mal nichts hat, ist das Angeln, glaube ich, doch, aber wir haben gar keine Punkte, schade. Aber gut, das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Werde ich auf jeden Fall die Angel herstellen und vielleicht ist das ein bisschen bequemer zu angeln. Dann ist ein Wolf, das ist auch sehr nice.
Shit. So. Okay. Ja, ich weiß, ich muss üben. Bin jetzt nicht der beste Schütze. Gleich gar nicht, wenn es um Bogenschießen geht. Hier spawnen auch immer Wölfe. Hab hier schon öfters welche gesehen. Ist aber nicht schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Und ich habe bemerkt, dass manche Fische beißen. Und da trägt man irgendwie... Na, keine Ahnung, da wird man irgendwie krank. Also so für gewisse Minuten oder sowas. Also gar nicht mal so ungefährlich, sage ich mal, das Wasser, wenn man reingeht. Ja, wir müssen erstmal selbst rübergehen. Und schlagen erstmal da drüben Bäume. Dann bauen wir Brücken. Also bauen wir die Brücke erstmal provisorisch. Vielleicht können wir auch da eine schöne Brücke bauen. Mal schauen. Muss mal gucken, was wir hier machen können. So, und jetzt ist halt natürlich die Frage, wo bauen wir das Gebäude hin? Weil das hier ist auch eine Insel. Eine sehr kleine Insel. Aber eine schöne. Shit. Gut, ich hab's nicht gesehen, wo ich hinschieße. War der Hase schneller gewesen. Okay, wir haben ihn. War halt blöd, dass er im Wasser jetzt ist, ne? Komme ich hier wieder raus irgendwie? Nee. Ach doch, da vorne kann ich rauskommen. Warte mal. Da liegt er. Fragen, ja. So. Also, wir bauen hier irgendwo unsere Base hin. Ach du Scheiße, ich habe nur noch zwei Pfeile. Das ist nicht gut. Das Problem ist halt, ne, wenn wir jetzt hier hinbauen, werden uns irgendwann mal der Tag kommen, wo ein Baum raufknallt. Und das wäre nicht so geil. Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir bauen hier ungefähr. Ja. Wo ist denn eigentlich die Ich glaube, das war hier irgendwo, ne? Sind wir gelandet. Ich glaube, da hinten irgendwo. Dass wir das hier wegreißen. Das hier vielleicht auch noch. Hier ein bisschen Platz schaffen. Und dann bauen wir hier die Base hin. Achso, die Base, also ein Haus. Ein Haus erstmal. Einfach nur ein normales Haus. Dafür machen wir mal ein bisschen Platz hier. Oh, gefährlich. Alter, das ist mein Arm. Okay, ich dachte schon, was ist denn das für ein Kopf, der da unten ist. Holy shit, ey. Alles klar, das ist natürlich nicht so geil, dass er jetzt hier drin klitscht. Rausziehen kann ich ihn auch nicht. Ja, gut.
Okay. Wir müssen aber jetzt gleich mal was essen. Kleinigkeit. Und wir bauen uns mal schnell Pfeile. Weil das ist so kein schönes Gefühl, wenn man keine Waffe hat. Das heißt, wir haben ein Messer. Aber das ist halt, ne? Ist jetzt nicht unbedingt das Geilste. Warum kann. Was ist denn hier los? Achso, ich hab ja. Achso, nee, verstehe. Natürlich. Das ist billiger, etwas. Günstiger. Man macht 10 Stück rein und man hat je mehr davon. Deswegen ist das schon ganz gut. So. Ich muss mich hier auch noch mal immer wieder orientieren, was ich hier, wo was liegt. Das wird dann später, werden wir das auch mal verbessern. Und ich kann jetzt auch die mittleren Kisten herstellen. Ich habe das jetzt mal endlich gemacht. So, warte mal, wir brauchen. Ich mal ganz kurz gucken, wegen Pfeile. Bodenfackel, oh, das wäre auch sehr nice. Da brauchen wir Schwefel noch dazu, das ist aber kein Problem. Habe ich auch schon gesehen, was ist das hier? Gegengiftpaste. Also medizinische Sachen, okay. Schiene. Hitzeverband. Kühlverband. Nieset. Ah, okay. Also, hier war das gewesen, ne? Glaube ich. Warte mal, Pfeiler. Da. Knochenpfeiler. Projektilschaden. Ja, machen wir mal davon welche. Ich glaube, das kann nicht schaden. Für stärkere Tiere vor allen Dingen. Und hier war das mit dem Schild. Schildpaket. Rustikales Schildpaket. Hört sich. Vielleicht kann man da irgendwie was daraus machen. Mal schauen. Dann brauchen wir das hier. Ist das Holzgeländer? Holzfenster, Holztüren. Ja, ich würde aber gerne die Angel machen. Das kann man ja später machen. Okay, jetzt lass ich mal kurz überlegen. Wir haben hier das Tier noch bei uns. Fallen lassen, ja. Schimmelt das eigentlich auch weg schneller, wenn es noch nicht verarbeitet ist? Bin ich mir gar nicht sicher. Also, ich glaube schon, ne? Ist eigentlich damit, glaube ich, ziemlich schnell alles weg irgendwie. Warum habe ich eigentlich noch eine Spitzhacke? Aus welchem Grund? Die brauche ich eigentlich nicht, ne? Hm. Das muss ich daneben schlagen. Also. Herstellung. Ah, jetzt habe ich ja. Warte mal. Genau, Knochen brauchen wir. Das heißt, wir müssen hier. Fasern, Leder. Knochen. Und wir dürfen nicht zu viele Knochen verbrauchen, weil, wenn unsere Rüstung mal kaputt geht, müssen wir die auch, glaube ich, auch reparieren können. Lass mal kurz gucken. Ja, genau. Gut, ein Knochen hat das jetzt nur gekostet. Das ist eigentlich relativ günstig, muss ich sagen. Gar nicht so teuer. Na gut. Dann Pfeile. Steinpfeile, Knochenpfeile. Leder braucht man dafür noch. Das ist natürlich bitter. Leder haben wir nicht so viel. Ja, ein bisschen. Na gut, wir können aber. Ah, scheiß drauf, Alter. Scheiß drauf.
Wie viele? 41. Nochmal 40. Dann verbrauchen wir halt alles. Aber man darf nicht vergessen, wir machen halt, ich glaube, ein dreifacher Schaden mehr mit einem Pfeil als wie mit den Steinpfeilen. Also deswegen rentiert sich das eigentlich schon zum Schluss. Doch, doch, das rentiert sich auf jeden Fall. Auf Dauer. Nee, Quatsch. Warte mal. Warum liegen die jetzt eigentlich schon wieder? Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht jedes Mal irgendwas in die falsche Kiste reinschmeiße. Sonst stehe ich dann immer da und weiß nie, wo was ist. Das hat jedes Mal immer... Nee, das auch nicht. Die Fasern kommen nicht hier rein. Raus damit. Die kommen, glaube ich, hier rein, ne? Ja, keine Ahnung. Ich weiß schon gar nicht mal, wo die reingehören. Wie schon gesagt, mit den Kisten ist wirklich... Da muss ich mir noch mal was einfallen. Ist ja gut, wir haben jetzt nur 4 Kisten. Das geht noch. Aber manchmal ist das schon... das hier könnte man hier reinmachen erstmal. Auch mal sortieren. So, das Fleisch müssen wir unbedingt machen. Hier ist auch schon alles verdorben. Das... Nee, warte mal, ich hab hier drin ein Lagerfeuer gemacht. Ich habe aber gelesen, das soll nicht so eine gute Idee sein. Aber das, es soll nur brennen, wenn man ins Feuer reinläuft. Ja, I don't know, also. Da ist derjenige aber auch selbst schuld, ne, wenn er reinläuft. Mal ganz ehrlich, er läuft in dem Feuer rein. Also man sollte schon seine Umgebung wahrnehmen. Was, wo, was steht. Halt, ne? Ich will nur schnell das Wetter nutzen, deswegen. Ja, vielleicht haben wir dann jetzt 4. Konsumieren. Konsumieren. Die 2 nehmen wir mal mit. Das hier machen wir mal hier rein. Dorfens Pflanzenfasern. Da habe ich auch noch das und das. Ist klar, gut. Dann mache ich mal. Ich mal kurz überlegen. Steine, Knochen. Ja. Ah, nee, nicht dreifacher ist das. Zweifacher Schaden, ne? Na, doch, ungefähr. Naja, ein. Ja, etwa, auf jeden Fall mehr. Schaden machen wir. Noch Pfeil nochmal hier hin. Muss ich mal ganz kurz überlegen, wie ging denn das nochmal? Nachladen. Drückt halt, ne? Genau hier. Zack. Dann haben wir das auch. Da hinten rennt irgendwas lang. Ja, okay. Gut, dann was brauchen wir nochmal für hier für Fasern? Gut, das finden wir alles da drüben. Mach ich mal wieder die Luke zu hier. Ja, mal rüber. Das ist hier kein Problem. Hier findet man mehr als genug an Ressourcen. In dieser Gegend. Dann nehmen wir mal die Axt wieder. Da wollten wir hinbauen. Das heißt, die müssen auch noch weg, hier alle. Das soll ja auch kein kleines Haus sein. Sollte schon... Holy shit, was war denn mit dem Baum bloß gewesen? Holy shit. Okay. Das sollte auf jeden Fall nicht zu nah sein. Das ist wirklich lebensgefährlich, ey. So,
Also hier sind wir auch ein bisschen, ein klein bisschen geschützter auf der Insel. Wie schon gesagt, bisher habe ich hier immer nur Wölfe gesehen, die hier rumlaufen, vorne so. Aber alles noch safety first. Alles noch gut. Was haben wir jetzt hier? Ja, das ist schon mal gut. Oder hier, ne? Das, genau, hier wollte man ja auch. Natürlich geht es hier ein bisschen so runter wieder. Das heißt, wir müssten hier eine Plattform hinbauen. Hier vorne müssten wir dann Stützen oder sowas bauen. Müssen wir mal sehen, dass wir das machen können. Also hier sind welche Holzbalken. Ich weiß nicht, dass wir... das einfach so machen können. Mal schauen. Dass man das einfach da drunter klemmt und fertig. Nur das hier ist halt, ne? Okay, das haben wir weggerissen. Aber ich glaube, das hier geht nicht, ne? Wir können auch, glaube ich, eine Schaufel... Ah, nee, die habe ich gar nicht freigeschaltet. Nee, Quatsch. Die habe ich gar nicht freigeschaltet. Holzboden... Kann das auch als Rampen benutzen. Ich baue mal. Erstmal 4 Stück. So. Ist die Frage. Ist das überhaupt so schlau, dahin zu bauen oder? Kürzeste Strecke wäre hier. Halt mal, wenn man hier so rüber bauen würde. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man sonst bauen könnte an das. Später kann man ja ein Geländer vielleicht noch dran machen. Dann sieht das nochmal ein bisschen schöner aus wie eine Brücke. Aber es würde funktionieren halt, ne? Es würde funktionieren. Aber da muss man halt auch, darf man nicht vergessen, wenn es Sturm, wenn ein Sturm ist, dann geht auch die Brücke mit der Zeit kaputt. Das darf man halt an dieser Sache, das ist halt so eine Sache. Muss man halt auch reparieren halt immer. Wenn der Sturm vorbei ist. Muss man mal sehen. Wie stabil das Ganze hier ist. Ich weiß nicht, dass wir auch Stutzpfeiler hier drunter bauen können. Immer hier erstmal das hier machen. Hier eins müssen wir. Oh, okay. Okay. Ja, ja, genau. Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Platzieren. Warte mal, wie muss ich mich hinstellen? Ah, das ist halt immer blöd, mich hinstellen und so zu zielen. Ah, da müsste auch mal eine bessere Mechanik her, ne? Dass man irgendwie umschalten kann, sagen, unten oder oben dran klippen. Das wäre, glaube ich, viel sinnvoller, als wie mit der Maus da hin und her zu schieben. Sieht schon, das ist doch komplizierter. Okay, wir müssen davon auch mal welche herstellen. Nochmal 6 Stück. Und davon nochmal 4. Gut, es ist jetzt schon grün, ne? Aber es sieht schöner aus, wenn eins mehr drunter ist. Oh nein, genau das meinte ich. Oh Gott im Himmel.
platzieren. Ah nein, unser Druck, das meine ich hier, ist irgendwo gerade Fisch gewesen. Glaube ich, er uns gerade angenippelt hat. Oder das sind die Alpen. Ich bin mir nicht sicher. Das kann natürlich auch sein. Hier müssen wir wahrscheinlich zwei bauen. Ne? Ja, genau. Aber dann ist es auch Safety. Ist das jetzt richtig rum? Können auch ein Dach bauen. Würde auch gehen. Scheiße, ich verkehrt. Naja, I don't know. Müssen wir später nochmal machen. Die Genauigkeit. Aber es funktioniert. Soweit. Erstmal. Das ist ja schon mal ganz gut. Machen wir nochmal hier. Man kann natürlich auch noch ein Dach bauen. Da fällt mir gerade sogar eine gute Idee ein, wie man es bauen könnte. So mal ein bisschen schöner aussieht. Ich glaube, hier die Roten sind das. Die beißen. Ich glaube, das sind die Roten hier. Weil wenn immer, wenn ich im Wasser hier drin bin, hier vorne, kommen die, dann beißen sie auf einmal. Und dann ist man halt so infiziert, glaube ich. Ach komm, jetzt. Okay, es geht aber auf jeden Fall erstmal so. Das ist doch schon mal ganz gut. Der Sturm wird auch bald kommen. Also das Haus wird man wahrscheinlich nicht bis zum Sturm schaffen. War das schon jetzt ein größeres Bauprojekt? Es hört sich an, wie ich hier einen Palast bauen will. Aber nee, so extrem würde ich das jetzt auch noch nicht machen. Aber wir werden noch ein schönes Haus bauen. Aber das würde ich gerne in der Schneeregion machen. In der Arktis. Warum da? Ich habe bei Steam mir mal ein paar Bilder angeguckt. Und da sahen schon die Häuser da schon schön aus mit den, ganzen Schnee auf dem Dach und eingefroren alles. Und das sieht schon sehr nice aus. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, komm Alter, wir gehen in die Arktis. Bleiben eigentlich die Bäume da liegen, wenn man sie nicht weiter aberntet? Oder verschwinden die mit der Zeit da? Das würde mich mal interessieren. Weil die Bäume, die durch den Sturm umgekippt sind, die bleiben ja auch nicht liegen. Die verschwinden ja auch mit der Zeit. Deswegen ist das eine gute Frage, ne? Da kommt auf jeden Fall was ganz Großes. Und danach wird es wieder ruhiger. Aber das wird erst in ungefähr... Das sieht halt immer aus, wie es jetzt gleich kommen würde. Aber nee, das sind in-game-Zeit, glaube ich, noch 2 Tage. Ne? Das heißt, wir können also das Haus schon noch bauen, noch vorher. Und wir tun ja das andere Haus dann auch noch abreißen. Und das können wir auch wiederum nutzen. Für unsere Wände und alles. Oh mein Gott. Oh, oh, hier muss man aufpassen. Das ist halt mega gefährlich. Das ist halt mega gefährlich hier sowas. Das Rumklitschen tut. Wir können jetzt halt endlich durch den Schlafsack endlich die Nacht überspringen. Das ist natürlich auch ein Segen. Vor allem für euch und für mich. Weil
Da brauche ich halt nicht jedes Mal zu warten, halt, ne? Bis es Tag ist. Bei Nacht sehen wir eh nichts und ihr seht durch Steam, durch Steam sage ich schon, durch YouTube halt noch weniger als wie ich. Deswegen ist das schon sehr praktisch. Ich glaube, das reicht sogar schon vielleicht, ne? Mal das erste Gerüst aufzubauen. Was haben wir denn hier? Wir können mal... Es kann natürlich trotzdem immer mal so ein gewisses Sturmwetter mal kommen. Keine Frage, ne? Kann immer passieren. Ich tu mal... Mal hier sowas hier herstellen. Das heißt, die werden dann zu Paketen. Dadurch ist es halt besser zu wiederzufinden einmal. Und Alter, voll erschrocken hier. Überlastung, war hier was? Warum Überlastung? Ich habe doch gerade eben mich entlastet. Hä? Überlastet? Wo denn? Bei was denn? Was ist denn passiert? Ist irgendwas passiert, weil ich gerade nicht mitbekommen habe? Ich habe das hier ja platzieren. So. Achso, das. Ah, okay. Die Pakete sind schwerer als wie. Als wie die Holzstapel selber, oder was? Das ist ja irgendwie. Bisschen merkwürdig, weil eigentlich dürfte das nicht passieren. Dann ist gerade ein Wolf. Ach, genau, daneben, alles klar. Ja, ja, okay. Ich habe schon gemerkt. Keine Ausdauer. Ach Gott, direkt vor der Nase, ey. Wir haben ihn erwischt, aber leider kein Headshot. Er weiß gerade nicht so richtig, wohin. Okay, er hat uns wieder vergessen. er hat doch nicht vergessen. Er hat uns doch nicht vergessen. Ups. Upsi. Upsi. Hier geblieben. Ich trage dich. Guck da, hier, seht ihr das? Das meine ich. Seht ihr das? Seht ihr das? Der Fisch ist direkt zu uns gegangen und wollte uns anlutschen. Keine Ahnung, wie man das sonst bezeichnen soll. Nee, der wollte uns halt anknabbern. Und dadurch infizieren wir uns irgendwie dann. Drecksviecher hier. So, jetzt, wie kann ich ihn hier mal hinlegen? Fallen lassen? So. Knochen ganz wichtig mitnehmen. Bloß nicht den Boden kaputt machen. So. Okay. Alles klar. Da haben wir auch nochmal zwei Türen. Zwei Wände. Fell. Knochen. Man kann das manchmal ein bisschen schlecht erkennen. Ich denke mal, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Was aussieht, was Knochen sind, was Fell ist und was Fasern sind. Weil es hat schon alles eine leichte Ähnlichkeit. Also, ja, eine Ähnlichkeit, also, ne? Man kann es schon mal sehr schnell verwechseln. Gefahr besteht auf jeden Fall, sagen wir es mal so. So. Die Gefahr besteht schon. Dann. Sauerstoff. Konsumieren. Ah, frische Luft. Geil. Das könnten wir auch mal herstellen. So. Ja, fünf Stück würden, glaube ich, nicht schaden, ne?
von denen 5 Stück mal herzustellen. Kann man eigentlich die aufheben? Aufnehmen? Ja, kann man. Okay. Sehr gut. Da ist unsere schöne Brücke. Ja, die wird man auf jeden Fall später auch nochmal ein bisschen verschönern. Aber ich will es jetzt nicht gleich am Anfang komplett übertreiben. Alles klar, wir haben 2 Stück, das reicht erstmal. Das machen wir mal hier rein. Das auch. Alles klar. Leder, das sind die Stöcker. Auch kaum noch Platz. Das ist das Holz, Fasern. Muss ich mal überlegen, was brauche ich denn fürs Bauen? Wir brauchen die Faser und das Holz. Ne? Genau, das brauchen wir alles erstmal. Das ist ganz wichtig. Ja, ja, ja. Okay, das heißt Fasern. Habe ich nicht mehr, oder was? Nee. Die können wir auch mal mitnehmen, weil es Holztür, eine. Ja, aber wir haben ja eine hier. Ist eigentlich eine zu viel, aber egal. Die Steine brauchen wir eigentlich aktuell nicht. Aber warte mal. Stöcker. Wir brauchen mehr Fasern, ne? Bräuchten mehr Fasern. Muss mal ganz kurz rausgehen und mehr Fasern sammeln. Was ist hier? Was bekommen wir hier? Fasern, ne? Ja, genau, vom Boden. Bekommen wir Fasern. Zack, mitten in Auge rein. Ja, wo ist er hin? Kann ich mit G eigentlich den hinlegen? Oder so? Ah ne, so lege ich ihn hin. Alles klar. Lass ihn mal ganz kurz hier liegen. Das kleine Pferd ist immer noch da. Oh. Das ist ein Waisenkind. Die Mutter hat es nicht bemerkt. Auf einmal geh mal hin und dann kommt auf einmal die Mutter Kilometer weiter, kommt sie wieder zurück, weil es gemerkt hat. Wenn es bis morgen noch da überleben sollte, nehmen wir es auf. Boah, die Musik. Horrorgame. Das ist geworden. Das ist kein Survival Game mehr, jetzt ist es ein Horrorgame. Warum haben die im Weg das so einer Musik genommen? Holy shit. Oh, shit. Wirklich schon ein bisschen gruselig. Irgendwie. Schon ein bisschen gruselig, ne? Alter. Holy shit, ey, das hört sich wirklich an. Vielleicht irgendwas hier aus dem Gebüsch springt. Das ist wirklich sehr unangenehm. Ich bin sowieso kein Fan von Horror-Games. Deswegen, allein schon deshalb. Nein, 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 nein. Nein, nein, du siehst mich nicht. Ein großes Pferd war das gewesen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Der Nachteil jetzt, wir haben jetzt Lagerfeuer, aber wenn ich jetzt anmache, kocht das weiter. Das ist halt wiederum ein bisschen Nachteil.
Scheiß drauf. Wir gehen mal schlafen, oder? Ins Bett legen, ja. Also. Okay, wir können es noch schaffen, bevor der Sturm kommt. Können wir es noch schaffen? Das Pferd ist immer noch da. Aber es könnte möglich sein, dass das eine Pferd hier vorne, das hier vorne war, dass die Mutter das ist. Na, das könnte. Ja, das könnte es sein, dass das. Was mal. Was? Guck mal den Kopf an. Sieht ihr das? Ja. Macht das Pferd da? Ah, wir haben das eine hier da vergessen, ne? Oh, 200. Boah, wie schnell das jetzt tot ist. Holy shit. Ganz wichtig, die Knochen immer mitnehmen. Das brauchen wir unbedingt. Und wenn wir schon eh dabei sind, können wir auch mal das hier gleich mal mitnehmen. Weil das ist schon leicht an Vergammeln, das Ganze hier. Ich glaube, ich werde in dieser Folge doch nicht mehr das schaffen, ne? Bin schon etwas drüber. Deswegen würde ich mal sagen, mache ich an dieser Stelle erstmal Schluss. Bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mich supporten tut. Also ein Daumen, Abo. Wäre sehr, sehr nett. Und vielleicht noch einen netten Kommentar. Also, bis dann. Ciao.